Und vorneweg, ich bin extrem aufgeregt. Ich bin auch nicht frei von Angst, hier zu reden. Aber dadurch, dass wir so viele sind und die Stimmung so gut ist, macht mir das total Mut. Vielen Dank. Ich bin ja auch in erster Linie als Mensch, als Bürger, als Angehöriger dieser Universität, der sich für Frieden einsetzen möchte, für Abrüstung, gegen Waffenlieferungen und Dialog und Diplomatie in der internationalen Politik. Und dafür, dass genau der Einsatz und der Kampf dafür legitim bleibt und möglich bleibt. Ich bin auch hier als Dozent und wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Arabistik für arabische Literatur und Sprache. Und ich stehe hier auch in Solidarität mit meinen Kolleginnen, die von der Bild-Zeitung diffamiert wurden. Ich stehe hier in Solidarität mit unseren Studierenden, die letzte Woche angegriffen wurden und aus ihrer eigenen Uni rausgejagt wurden. Jetzt kommt ein Geständnis, ich stehe hier auch als jemand, der den offenen Brief der Lehrenden nicht unterzeichnet hat. Nicht, weil ich ihn nicht für wichtig halte oder nicht für richtig. Nein, er ist genau das, richtig, wichtig und auch zur richtigen Zeit. Und er ist ein wichtiger symbolischer Akt, um unsere Unterstützung als gesamte Uni auszudrücken. Gleichzeitig ist es ein symbolischer Schritt und auch nur ein erster Schritt. Und ich glaube daran, dass wir der Repression auch persönlich begegnen müssen, wenn sie geschieht, und uns ihr entgegenstellen müssen. Das heißt, an die Seite der Studierenden, an die Seite der Protestierenden und vor sie. Deswegen stehe ich hier auch an eurer Seite, vor eurer Seite, gegenüber dem Präsidium, das diesen Einsatz veranlasst hat, und gegenüber der Polizei, die am Ende so hart durchgegriffen hat. Gleichzeitig frage ich mich, warum ich hier stehe, vor der Universität und nicht drinnen, im Hof zum Beispiel. Warum halten wir unseren Protest draußen ab und nicht drinnen in unserer Universität? Und die Antwort, was ich in den letzten Tagen aus Gesprächen gehört habe, und wenn ich für mich selber spreche, ist: Wir haben Angst, wir fühlen uns bedroht und wir sind schockiert, mit welcher Gewalt und mit welcher Eskalation das Präsidium und die Polizei reagiert hat. Es ist Vertrauen verloren gegangen und es ist Angst geschürt worden. Und deswegen stehe ich hier, um genau das anzuprangern. Was ich beobachte, und ich möchte vielleicht ein aktuelles Beispiel von gestern nennen, als im Akademischen Senat auch die Ereignisse der letzten Woche besprochen wurden. Natürlich ist es wichtig, dass wir uns an die Seite unserer Kolleginnen stellen, die diffamiert werden, die sich an die Seite der Studierenden und vor sie gestellt haben. Aber gleichzeitig dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, dass die eigentliche Ursache eben ist, dass legitimer Protest gewaltsam unterdrückt wurde. Und genau das passiert durch Desinformation. Das Präsidium hat bis jetzt noch nicht kritisch selbst auf ihr Verhalten geblickt. Sie ignorieren das und lenken quasi dadurch ab, dass sie sich jetzt um die Bild-Zeitung-Kampagne gekommen. Das ist nicht genug und das ist zu wenig und wir fordern mehr. Ich bin froh, dass wir hier jetzt so viele sind, dass wir hier so viele vielseitige Beiträge auch haben. Und ich sehe aber auch die Problematik, dass es in der Universität immer noch genauso viele gibt,
die den Protest kritisch sehen, die ihm die Legitimation absprechen, die den Polizeieinsatz sogar für richtig halten. Auch solche Stimmen sind gestern im Akademischen Senat geäußert worden und haben Applaus geerntet. Deswegen lasst uns genau hier weitermachen, gemeinsam Seite an Seite und den Protest auch wieder in die Universität, den Dialog, die friedliche Auseinandersetzung in die Universität zu tragen und weiterzuführen. Vielen Dank.